Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Sector Scanned. Zu Surviving Mars mit dem Green Planet DLC. Kleine Aufnahmepause gab es. Ich habe noch mal kurz in die letzte Folge reingeschaut. So, wir haben immer noch... Er hier. Was bist denn du für einer? Medizin. Mittlerer Alter. Hatten wir das, ist er nicht das letzte Mal schon abgereist oder haben wir jetzt noch einen, der... krank ist. Also nicht krank, sondern halt Heimweh hat. Ich glaube, wir hatten da aber auch gegengesteuert, oder? Krankenstation? Nee, Diner. Hatte ich nicht noch was anderes gebaut? Wie auch immer, das Ding ist voll. Medizin interessiert sich keiner. Ja, auf jeden Fall haben wir die Elektronikteilefabrik gebaut und hier ist jetzt... Achso, wir brauchen Mediziner. Stimmt, das habe ich auch... Die hatte ich auch in Ausbildung gegeben. Nämlich... Ne, das ist die Forschung. Hier ist die Uni, genau. Mediziner hatte ich eingestellt. Weil wir da irgendwie welche brauchen. Genau. Jetzt hat er mir jemand in die Kommentare geschrieben, man kann im... Ach, tatsächlich. Anomaly analyzed. Anomaly found. Lass mich mal gucken, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn die andere Anomalie? Da oben. Okay. Ich muss mir erstmal so einen kleinen Überblick wieder verschaffen. Forschung, Carbonat. Ah ja, das für das Terraforming. Okay. Sehr gut. Ja, also wir können Saatgut selber auch anbauen oder herstellen in den Farmen. Allerdings, ja, können wir dafür dann halt keine Nahrung in der Zeit produzieren. Das ist also ein bisschen nicht so schön. Wir wollten auf jeden Fall die nächste Kuppel bauen. Das Problem ist ja, dass wir nicht so viele Leute haben, die... Haben wir eigentlich gerade eine Rakete, die ankommt? Nee. Der Bewerberpool ist überschaubar. Das haben wir ja schon die letzten Male festgestellt. Und ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir... War das so eine Kuppel? Jetzt muss ich mal gucken. Oder war das so eine... Das waren ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne? Das war einer weniger als zur mittleren. Ne? Da sieht man es. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sogar. Warte mal, das sind 3. Das sind 3 mal 3, sind 9, plus nochmal 3 einzelne. Ja, also das Problem ist nur... Warte mal, können wir das eventuell abtragen? Bauen. Ausschlachten, Ressourcen einladen, Status... lasst uns doch mal... Landschaftsbau... Macht der das jetzt? Wo ist er denn hier? Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht können wir ja hier eine Fläche schaffen, dass wir doch mit einer runden Kuppel hier arbeiten können. Das wäre ja irgendwie ganz cool. Jetzt kommen auch schon Drohnen an. Und da kommt der Rover. Bin gespannt, was er jetzt hier macht. Ob die das hier... Also, wo ist denn die Levelgrenze genau? Weil dann bauen wir nämlich die Kuppel hier hin. Dann können wir hier den Tunnel bauen. Und hier auf jeden Fall das Eisen anschließen. Okay, er macht jetzt... Irgendwas macht er. 53. Ja, schauen wir einfach mal, was jetzt hier genau passiert. Geheimnisvolle Aufzeichnung, Ereignisgeschichte. Speer vergraben. A short dig following an off-the-charts reading revealed a metallic spheroid buried just beneath the surface. Sphären, ein vergrabenes Geheimnis. Nach einer kurzen Ausgrabung, einem enormen Messwertausschlag, kommt ein metallisches Spheroid zum Vorschein.
Ihre Oberfläche ist komplett glatt und scheint spiegelähnliche Eigenschaften zu besitzen. Die Art und Weise, wie diese Sphäre ihre Umgebung reflektiert, erscheint unserem Team als äußerst seltsam. Sie wirft nicht zurück, womit man rechnen würde. Und in manchen Fällen wird der Beobachter gar nichts reflektiert. Okay. Hierbei könnte es sich um etwas Monumentales handeln. Die Einsatzleitung ermutigt jedenfalls alle Beteiligten zu weiteren Ausgrabungen. Im Effekt eine halbe vergrabene Sphäre freigelegt. Halte mich über die weiteren Funde auf dem Laufenden. Okay. Ah ja, das ist jetzt die Geschichte, die losgeht. Wir haben eine geheimnisvolle Sphäre. Okay. Das ist dann hier oben gewesen, ne? Ah ja, hier. Da ist sie. Okay, haben wir noch irgendwo einen, eine Anomalie? Nö, haben wir nicht. Meteor incoming. Oh shit. Oh shit. Oh je. Schnell reparieren. Genug Metall ist ja da. Ich sehe auch gerade, wir haben noch ein anderes Problem hier. Sektor scanned. Anomaly. Okay. Nervenzusammenbruch Rainman. Nach einem schweren mentalen Trauma durch einen Nervenzusammenbruch hat sich die Persönlichkeit eines Kolonisten komplett verändert. Zhang Wu hat eine seltene Krankheit namens Savant-Syndrom entwickelt. Es ist nur wenig über ihre Auswirkungen bekannt. Wir wissen nur, dass Zhang Wu eine unglaubliche Begabung für Berechnungen aufweist. Leider schlummert diese Fähigkeit in betroffenen Kolonisten und sie zu wecken würde einen beträchtlichen Aufwand für uns bedeuten. Sanatorium wollen wir hoffen, dass er sich nicht in seiner wieder... Okay. Dafür sorgen, dass Zhang Wu richtig eingesetzt wird. Oh ja, geil. Dann mach doch mal. Also eher was Positives für uns, stelle ich gerade fest. So, was ist denn jetzt hier? Sag mal, sehe ich das gerade richtig, dass wir schon wieder keine... Scheiße. Nimm erstmal die. Zerstörte Fahrzeug, eine Drohne. Shit. Wo ist denn hier das Lager? Ah, das ist komplett leer. Wir machen aber trotzdem. Colonists are suffocating. We only have a few hours to get them. Was? Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Warum ersticken die denn jetzt? Ist doch alles in Ordnung hier. Das stimmt doch gar nicht. Hier ist überall Sauerstoff vorhanden. Vielmehr haben wir eher ein Drohnenproblem. Ich glaube, wir müssen uns mal mit einer Nachschubkapsel Patronen holen. So, wir haben genug Sauerstoff. Sauerstoff ist nicht unser Problem. Wir haben eher das Problem, dass wir zu viel Treibstoff gerade haben. Ist jetzt immer noch einer, der Heimweh hat? Ja. Servicegebäude war voll. Besuchte Weltraumbar. Gut erholt, hat ungekochte Mahlzeit gegessen. Keine verfügbaren Servicegebäude für Luxus. Okay. Gut. Kuppeln. Unebenes Terrain. Ach, guck mal hier. Sektor scanned. Zu weit von funktionierenden Drohnen. Okay. Dann lasst uns doch erstmal einen Drohnenhub bauen.
Da kriegen wir auch wieder Drohnen und zwar am besten dahin. Haben wir die Forschung, dass wir Sachen abreißen können mittlerweile eigentlich schon? Ne, das ist hier das Stilllegungsprotokoll, ne? Kostet 1000. Da oben ist noch eine Anomalie. Und er... So. Das Ding ist bald da. Intakte Extraktoren, Gebäude mit erschöpften Vorkommen 1. Ach, hier. Ja, genau. Das heißt, wir müssen... Das ist das, was ich gesagt hatte, die letzten Folgen, dass ich da Scheiße gebaut habe. Jetzt müssen wir nochmal einen Edelmetall-Extraktor bauen. Stromkabel. Reicht das überhaupt noch von der Kuppelreichweite? Ja, okay, das ist gut. So, hier haben wir jetzt ein paar Drohnen. Die setzen wir jetzt mal hier ein. So, Treibstoff. Research complete. Terraforming Hinweis. Global Parameter Atmosphere. Atmosphere Parameter represents Atmosphere is increased by building in a terraforming building. Ja, okay. Wow. Das ist jetzt nichts Neues. Weil wir jetzt die Carbonatprozessoren erforscht haben. So, jetzt haben wir hier 12. Das sind vielleicht zu viele. Wie viel haben wir denn hier oben? Ach, das ist über den Rover, okay. Halt hier. Machen wir noch zwei da rein. Dann könnt ihr hier ein bisschen besser arbeiten. So, okay. Ach, guck mal einer an. Jetzt hat er hier Gesteinsabfälle. Wir können mal noch weitermachen, weil markiert eine ebene Oberfläche, die von den Drohnen in das anliegende Gebiet ausgeweitet werden soll. Verbraucht Gesteinsabfälle, um das Gelände zu heben. Überschüssige Erde und Steine werden zu Gesteinsabfällen. Vermindert die Bodenqualität. Ja, das ist mir egal. Ach, das muss man erstmal warten, bis sie damit durch sind, okay. Macht er jetzt hier weiter? Ja, okay. Und die Drohnen arbeiten da auch. Also wie gesagt, die Kuppel würde ich dann gerne hier hinbauen. Wie weit ist jetzt die Forschung? 82%. Dann können wir auch zum Beispiel hier das Wohngebäude abreißen, damit wir den Tunnel bauen können. Haben wir immer noch nicht genug Mediziner? 7 Stück brauchen wir. Und Ingenieure. Boah. Research complete. Anomaly analyzed. 1000 Forschungslämmchen bekommen, nice. Sehr gut. Dann, was forschen wir als nächstes? Allgemeine Ausbildung. Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringeren Arbeits... Ah, das ist natürlich auch nice. Ansonsten, Forschungsverstärkung. Das ist, Upgrades, riesige Nutzpflanzen fürs Essen. Ah, guck mal hier, das ist auch ganz gut. Was haben wir hier? Das Geländeniveau mit Hilfe von Landschaftsbau zu erhöhen, kostet weniger Gesteinsabfälle. Das Gelände mit Hilfe von Landschaftsbau absenken, erzeugt mehr Gesteinsabfälle. Okay. Das sind die Seen, die wir schon gemacht, also schon mal angefangen hatten. Das kann noch eine Weile dauern. Das Problem ist, wir haben immer noch einen, der Heimweh hat.
Was ist denn zum Beispiel ein Luxusgebäude? Kuppelservices. Das ist ein Kunstladen, ne? Der verkauft Polymere. Haben wir noch was für... Ach, das Casino macht auch Luxus. Elektronikladen macht Gaming. Machen wir vielleicht den Kunstladen mal. Zur Not reißen wir den wieder ab. Irgendwie mal dahin. Wir haben ja mittlerweile eine Polymerfabrik, die uns... ja, brauchen wir nur Treibstoffe und haben wir ja genug. So, wie sieht's hier aus? 72%. Dann können wir das nämlich auch richtig abreißen. Hier fehlen Drohnen. Das ist natürlich nicht so geil. Sektor scanned. Wir brauchen Elektronikteil dort. Okay. Lad den Treibstoff mal aus, dann schaffen wir Elektronikteile darüber. Damit wir da das Problem wieder lösen. Das sind nur 3 Stück hier. Wo sind die restlichen elektronischen Teile? Oh, wir haben nur noch 17. Scheiße! Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir brauchen eine Rakete mit Was verbraucht denn so viele elektronische Teile hier? Produktion? Wartung. Hm. Na gut, was wir machen könnten, ohne dass wir uns eine Rakete holen, und damit die uns wieder nicht abhauen, die Leute. Wir holen uns einfach hier. Ne, ich wollte eigentlich keine Rakete, ich wollte eine Nachschubkapsel. Wird trotzdem eine Rakete angezeigt, okay. Ja, komm mal her. So, wir schicken die da rüber, damit die reparieren. Bisschen absurd. Drohnen sind überlastet. Okay, die Kuppel. Ja, guck mal. Das ist doch perfekt. Was kostet die Kuppel? 50, 20, 120. Easy. Wir könnten sogar jetzt überlegen. Ach nee, Quatsch, ich bin ja blöd. Mir ging es ja gar nicht um die... Mir ging es ja gar nicht um das Metall, mir ging es um das Edelmetall. Ach, oh Herr, du Held. Ich Held. Ja, wie gesagt, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Ach, huch. Oder wir machen das ganz anders. Wir bauen das mit 2 Kuppeln. Das ist ja auch easy, weißt du? Wir bauen erstmal hier die... Und bauen dann hier noch eine hin. Das geht auch. Wir müssen es ja nicht mit einer Kuppel machen. Weißt du? So, und hier läuft ja wieder alles. Okay. Was ist denn hier? Dafür brauchen wir Polymere. Okay. Für die Batterien. Damit wir da nicht ohne Strom dastehen. Das wäre schlecht. Das muss reichen. So, dann lasst uns mal... Was sind das hier? Das sind die Elektronikteile. Wir können...
Hier, Wohnanlage. Wie viel passen da rein? Wohnraum 4, Wohnraum 14. Ach, die Wohnanlage ist auch eine große. Okay. Dann, lasst uns doch dort das Wohnquartier hinklatschen. Und dann reißen wir das hier einfach wieder ab und bauen das hier drüben rein. So, was brauchen wir denn noch? Beton, ne? Research complete. Beton und Eisen. Wie viel Beton? 120. Schaffen wir das jetzt, dass er das mal hier bitte ablagert? Also wirklich auf der Baustelle? Ne, das geht nicht, ne? Das machen die komischerweise nicht. Und dann schaffen das die Drohnen wieder zurück. Das ist total bescheuert eigentlich. Aber er lädt es hier nicht ab, ne? Das ist echt strange. Er lädt es hier an der Seite ab. Mal gucken, ob die Drohnen davon das dann nutzen. Ja, sie nutzen es. Aber das Eisen bringen sie wieder zurück. Das muss man nicht verstehen. Wir bringen auch den Beton wieder zurück. Das ist so unlogisch. Also kannst du sie nicht unterstützen damit. Das ist totaler Quatsch. Schade eigentlich. Zwei nicht funktionierende Fuck. Scheiße, da oben fehlen auch elektronische Teile. Das kann uns das Genick brechen. Und zwar gewaltig. So, wir könnten aber das Ding hier mal upgraden, oder? Plus 25% Produktion, plus 10% Verbrauch, Baukosten des Upgrade, 2 Polymere. Uns mal gerade den Arsch gerettet. Hier fehlen Maschinenteile, aber die haben wir eigentlich. Wie viel Wasser ist jetzt hier noch drin? 2000. Das heißt, wir brauchen auch langfristig hier auf jeden Fall, also relativ bald sogar, noch einen weiteren Wasserextraktor. So, wie ist jetzt die Lage hier eigentlich? Haben wir jetzt genug Mediziner? Ja. Dann stellen wir die Uni wieder auf automatisch. Wo geht das? Inaktive Arbeitsschicht? Ja, hier. Automatisch. Gut. Wasserextraktor. Hier. Und natürlich auch noch Strom. Und Rohre will das Ding natürlich auch haben. So, Rohre kommen. Was kostet der eigentlich? Der kostet Maschinenteile und Beton. Okay, haben wir alles hier, witzigerweise. So, und dann schaffen wir hier die Maschinenteile noch hin. Wie weit sind wir hier? Beton fehlt, Polymere sind da, Eisen ist da.
Gut. Dann hier noch eine Mülldeponie. Nicht funktionierendes Gebäude. Ah, hier oben, was ist das? Das ist ein Diner. Weil da nicht genug Leute drin sind, okay. Select a sector to scan. Oh, wir haben nichts mehr zu scannen. Damit kann ich dienen. Das ist kein Problem. So, wir müssen hier wirklich darauf aufpassen, dass uns das Wasser hier nicht ausgeht. Dass wir da rechtzeitig gegensteuern. Und ich hoffe, dass die Kuppel dann irgendwie bald mal demnächst fertig wird. Damit wir... Ich guck mal kurz. Also wir haben jetzt keinen mehr, der Heimweh hat. Passagierrakete. Passende Bewerber 37. Workaholic und Spieler. Okay. Nerd, Fit, Gamer. Nerd, Fit, Enthusiast, Gamer, Spieler, Fit. Das sieht doch jetzt mal ganz gut aus. Vielfraß. Wir brauchen auf jeden Fall Ingenieure. Einzelgänger ist scheiße. Strapazierfähig. Spieler. Zur Not nehme ich halt, wie gesagt, die ohne Spezialisierung und bilde die einfach aus. Ist mir auch egal. Wir haben ja noch eine Schicht, die man da in der Uni aufmachen können. Überlebenskünstler. Gelassen. Einzelgänger ist halt immer scheiße bei den großen Kuppeln. Hier, Hippie, strapazierfähig, sexy. Wow, nehme ich. Gamer. Nerd, gelassen. Enthusiast. 17 von 22. Starten wir mal die Rakete. Warum nicht? Hier fehlt nur noch Beton. Die Drohnen sind dabei, das zu erledigen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann würde ich sagen, die Rakete ist unterwegs, die Kuppel wird gebaut, das Wasserproblem haben wir hier einigermaßen im Griff. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars mit dem Green Planet DLC, wo wir dann, glaube ich, mal noch eine Farm anstoßen, wo wir auch Saatgut selber herstellen. Damit wir da hier noch das Ganze ein bisschen grüner machen können. Also, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.